Zu Wind Waker. So. Okay. Ich habe neue Infos für Herzteile. Ich kenne natürlich nicht alle auswendig. Was machen wir denn da zuerst? Okay. Erstmal nach Portemonnaie. Ja, war ein bisschen laut. Ein bisschen zu laut. Allerdings muss ich sagen, ich habe nur 8 Herzteile gefunden, die uns wohl fehlen. Das heißt, da müssen noch irgendwo 3 sein. Einmal die Kette des Moblin. Den Brief haben wir, glaube ich, eingeworfen, aber noch nichts bekommen. Oder? Genau. Das ist schon sehr komisch. Können wir hier ein Foto löschen? Wir löschen am besten das hier. So. Im Zuge der Nintendo-Galerie kommt das sowas sowieso vor. Immer diese Lags. So sehe ich also heute aus. Oh, meine Haut ist ja immer noch genauso glatt und strich früher. Ich bin also noch genauso hinreißend wie seinerzeit. Du weißt gar nicht, wie gut einem manchmal etwas Bestätigung tut. Danke, dass du mir so gute Laune beschert hast. Hoffentlich kann ich dir mit einer kleinen Aufmerksamkeit eine ebensolche schenken. Jo! Uns fehlen auch noch ein ganzer Haufen voll Schatzkarten, die wir ebenfalls noch suchen sollten. Wir wissen schon, wie Schatzkarten funktionieren. Die hat mein Sohn irgendwo gefunden. Ich dachte, das könnte vielleicht etwas sein, worüber du dich freust. Schließlich ist meinem Sohn auch etwas absolut verrückt nach sowas. Gut. Genau. Die toten Kopfketten haben natürlich auch einen Sinn. Und wir haben genug. Genau, dann. Nein. Ich fürchte, wir haben da einen kleinen Bug, weil von den Moblinen aus der verwunschenen Bastion, von Momo, hat man nichts mehr gehört. Vielleicht sind wir da zu spät dran. Wobei, nein, das geht ja gar nicht. Hä? Ah, vielleicht kommt es jetzt. Also wirklich, was sind Sie nur für ein storer Mensch? Schweig! Ich sagte doch bereits, ich dulde bei mir keine Postboten. Los, verschwinde! Aber ich hab mich extra zur verwunschenen Bastion gewagt, um einen Brief von einem Herrn Momo abzuholen. Du sollst schweigen und jetzt verschwinde! Dann bestätigen Sie mir doch wenigstens und unterschreiben Sie hier. Schweig, habe ich gesagt, raus aus meinem Haus! Nur eine Unterschrift, dass ich hier war. Schweig endlich, hau ab! Das muss ich mir nicht länger bieten lassen. Sie sind ja wohl wirklich nicht mehr zu retten. Ich muss ja raus, sonst vergesse ich mich doch. Du kannst ja mir den Brief geben, aber dieser aufdringliche Postbote, ständig belästigt er mich mit irgendwelchen Briefen von irgendeinem Herrn Momo oder wen auch immer. Aber so weit kommt es noch, dass sich irgendjemand an meine geliebte und einzige Tochter Dolores heranmacht. Ganz egal von wem, ich übergebe ihr keinen einzigen Brief. Hallo, kann ich etwas für dich tun, junger Mann? Was hältst du denn davon? Nein, aber das ist doch eine Totenkopfkette. So wie die meine Tochter Dolores aus der verwunschenen Bastion mitgebracht hat. Die kann man für teures Geld an einem Antiquitätenhändler verkaufen. Dank diesen bin ich überhaupt so steinreich geworden. Ja, sowas. Du hast ja gut 20 Stück davon dabei. Beachtlich, dass du so viele zusammenraffen konntest. Dafür bekomme ich wieder ein hübsches Sämmchen. Geldscheffeln ist eben mein liebstes Hobby. Ja, vorher warst du noch ein Bettler. Hier, mein Junge, du sollst natürlich deine Belohnung haben.
Nein, du brauchst mir nicht extra zu danken. Ich bin nun mal ein freigebiger Mensch. Und eine weitere Herzteilkarte. Viele Herzteile liegen noch auf dem Meer. Weißt du, früher war ich auch arm und habe oft davon geträumt, wie es wohl wäre, ein Schiff zu haben und damit dieser Karte nachzufahren. Aber jetzt kannst du ja diesen Traum nachjagen, mein Junge. So, jetzt muss ich irgendwo der Postbote sein. Verdammt, wo ist der Postbote? Nein, den brauchen wir doch. Wo ist der hin? Toll, kein Postbote weit und breit. Wir brauchen ja den Brief. Wir brauchen den Brief. Also nicht gut. Das ist nicht gut. Ist er vielleicht unten? Autsch. Nope, auch hier ist er nicht. Mist. Okay, versuchen wir was anderes. Was uns auch noch. Das, was ganz schön schwer werden könnte. Toll. Schön, dass du so gut klettern kannst, Link. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Wir müssen nochmal Schiffe versenken spielen und wir müssen das in unter 20 Schuss schaffen. Hallo. Wir kennen auch das 10 Rubin. Ja, dann, wenn das schon ist. Los. Wasch. Ja, komm. Ja, wir haben schon gewonnen, also. Oh Mann. Kabim! 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 Okay. Splish. Kabim! Splish. Splish. Oh nein. Splish. Kabim! 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 Na toll. Das ist nicht gut jetzt. Splish. 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 Kabim! Splish. 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 Kabim! Oh, wir haben es geschafft! Wir haben es gerade noch so geschafft. Das war fantastisch! Dank euch konnten alle. Was? Dank euch allen konnte der Frieden unserer Insel gewahrt werden. Hey, super, toll! Wir möchten uns bei dir bedanken. Okay. Hat auf Anhieb funktioniert, hätte ich mir nicht gedacht. Glück gehabt. Holla, 19. Das ist ja ein neuer Rekord. Dann bekommst du ja noch etwas. Was? Noch eine Karte. Okay, wir bekommen gleich zwei Schatzkarten. Also dann, die Firma dankt. Vergiss nicht deinen Regenschirm, es regnet doch gar nicht. Okay, gleich zwei Schatzkarten bekommen. Das heißt, wir hätten sowieso noch eine bekommen. Plus die Herzseilkarte. Mann, mich versteht ohnehin kein Mensch auf der ganzen Welt. Lass mich gefälligst in Ruhe. Mann, wie kann es denn so tun? Aber eigentlich ist er ja ein feiner Kerl. Was? Na gut, dann holen wir uns halt mal drei Herzteile ab. In Nummer 2, Isla Stalagmitica.
Okay, die ist genau bei Tingles Insel daneben. Da sollte der Wind, glaube ich, auch richtig stehen, halbwegs. Da hinten ist sie ja. Also. Ein Schatz. Was fehlt uns dann noch auf Portemonnaie? Gibt es dann noch zwei, glaube ich. Drei sogar, eigentlich. Die zwei Verliebten müssen wir irgendwie zusammenbringen, irgendwie verkuppeln. Dann müssen wir noch irgendwie die Stadt verschönern. Keine Ahnung, müssen wir da alle Pots belegen oder so, weiß ich jetzt nicht. Und dann müssen wir für den einen Debris-Typen den Vollmond fotografieren. Das alles bringt uns wohl scheinbar Schatzkarten. Wobei nein, die zwei Verliebten nicht, da kriegen wir es direkt. Aber von den Rest dürften wir wohl Schatzkarten bekommen. Halsabschneider Terry. Haben wir alle Flaschen? Ja, alle vier. Ist die leer? Ja. Wo ist der Schatz? Da hinten ist er. Jo, das ist gar nicht tief. Ein Herzteil. Ausgezeichnet. Na, nicht ins Wasser. Die Nummer 7. Wie heißt die nochmal? Ah ja, Erlernt des Sternenstaubs, das ist es. Auf geht's. Und dann müssen wir noch zur Isla Cassiopeia, glaube ich. Der Schatz, okay, der ist da links oben davon. Ah, da ist sie. Direkt voraus. Und was ist das dort? Wollen die Stress oder was? Scheinbar gegnerische Schiffe. Noch beim 6 Sorgen müsste es ein U-Boot geben. Waren wir da schon wohl schon drinnen? Das ist auch blöd, weil ich weiß nicht, wenn wir da schon drin waren, ist es wieder ein Herzteil weniger für uns. Oh oh. Wow. Wow. Netter Empfang. Daneben. Hoher Wellengang.
So, da ist er ja, der Schatz. Der war tief. Sehr tief. Was? Hey. Hey, das war gar kein Herz da. Was sollte denn das? Ach so, das war vielleicht die... Okay. Wir haben ja zwei bekommen. Das war wohl die vom... Die erste beim Schiffe versenken. Was... Wer bist denn du? Ist das die Rhombusinsel? Ja. Gut. Bisschen verkackt. Doch ein bisschen verkackt. Falsche Karte. Mond. Ah, das ist kein Vollmond. Nächste Nacht erst scheinbar. Das heißt, auf das sollten wir achten. Da ist das Sechs-Augen-Riff. Wenn wir da das U-Boot schon erledigt haben, müssen wir sich als nächstes dann anschauen. Beziehungsweise wir haben ja noch eine Karte offen, glaube ich. Okay, die haben wir noch nicht. Dafür brauchen wir, glaube ich, den Vollmond. Weil bei Tantopia gibt es noch ein Herzteil zu holen. So sieht man den Mond gar nicht. Hier sind viele Möwen, aber kein Octorok. Die sind schon alle erledigt. Jawohl. Das muss jetzt ein Herzteil sein. Jawohl. Nur noch eins. Okay. Aber wir haben keine Schatzkarte mehr, oder? Doch. Die 33. Ist das jetzt die Cassiopeia? Jo. Das ist dann was für den nächsten Part.
Ach ey. Machen wir also so. Kann man gleich ein Foto abgeben. Achso. Sui grüß, ich bin fertig. Ich weiß, ich sag das immer. Aber es ist im zweiten Raum rechts von mir. Ups. Ah, machen wir gleich mal das hier. Oh, juckt in den Fingern. Bis zu Freunde. Schauen wir sich da noch schnell die Statue an und dann war's das auch für diesen Part. Die Statue, die Figur. Ach, das ist wahrscheinlich der hier. Garrickson. Sehr leidenschaftlich. Auf einer weit entfernten Insel gibt es wohl eine Frau, die abgöttisch anhimmelt und die unter seinem leidenschaftlichen Charakter zu leiden hat. Was seine Kleidung angeht, so versucht er, sich jünger zu machen, als er ist. Also gut, das war's für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!